Moin, was Seelenpartner total vergessen beim Zusammenkommen. Ja, was ihr als Seelenpartner bei eurem Seelenpartner-Dualseelenprozess oft überseht, beziehungsweise was euch gar nicht so bewusst ist, dabei ist das ganz, ganz, ganz toll und ihr solltet das euch viel, viel, viel mehr gönnen. Und was das ist und wie ihr das ab jetzt viel mehr machen könnt, das verrate ich dir in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Bevor ich dir verrate, was es ist, möchte ich dich erstmal einladen, dich einzustimmen darauf, was das sein könnte. Und zwar ist dir aufgefallen, was du als Seelenpartner, was aber auch alle Seelenpartner tun, sie geben nicht so schnell auf, sie halten durch. Damit meine ich jetzt nicht aushalten oder etwas ertragen zu müssen. Sicherlich, wenn du jetzt vielleicht schon lange Zeit die Geliebte bist, kann es natürlich für dich sein, dass es sich auch so anfühlt. Vielleicht sagst du auch, nö, das ist für mich völlig okay. Wie du da natürlich die Nummer 1 werden kannst, das habe ich dir schon im anderen Video verraten. Schau es dir gerne nochmal an, falls du es noch nicht kennst. Also es geht nicht darum, irgendwas zu ertragen, auch wenn es vielleicht einem manchmal so vorkommt bei diesem Seelenpartner-Dualseelenprozess, sondern es geht darum, etwas durchzuhalten, nicht gleich aufzugeben. Und das ist auch wie der ganze Seelenpartner-Dualseelenprozess eine Vorbereitung auf deine Seelenpartnerschaft, weil da geht es nämlich wirklich darum, in der Seelenpartnerschaft etwas ganz Neues zu leben, was unsere Gesellschaft so noch nie gelebt hat, was wir überhaupt nicht richtig kennen. Das ist nämlich wahre Liebe leben, in Freiheit lieben und wirklich dem anderen auch den Raum zu geben, zu wachsen und zu reifen. Genauso wie uns selbst. Und habe ich ja auch schon oft darüber gesprochen, wo es eben darum geht, wirklich in der Selbstliebe zu sein, weil es geht nicht mehr darum, dass der andere einen glücklich machen soll, sondern es geht wirklich darum, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Spannende, weil viele viel zu oft sagen, nee, ach, das ist mir viel zu anstrengend, habe ich keinen Bock drauf. Oder eben auch Familie, Freunde sagen, nee, das lass man lieber, du hast was viel Besseres verdient. Und was machst du als Seelenpartner, wenn es wirklich dein Seelenpartner ist, du das ganz tief in dir spürst, du hältst durch, weil du weißt, ihr gehört zusammen und du bist bereit, dafür auch alles zu tun. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Was machen denn noch Seelenpartner? Sie sind bereit, an ihren Ängsten zu arbeiten. Sie sind bereit, sich ihren Ängsten zu stellen. Sie sind bereit, Glaubenssätze zu hinterfragen und sich neue zu schenken. Auch dieses Tabuthema, wenn er verheiratet ist oder vergeben ist. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, dass wir jetzt hier irgendwas auseinanderreißen wollen, wie eine wundervolle Ehe oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, zusammenzuführen, was zusammengehört, nämlich Seelenpartner. Und wie gesagt, oft haben wir ein Vorleben sozusagen, bevor wir uns dann begegnen. Und da haben wir vielleicht schon unser Nest gebaut, aber da habe ich auch schon oft darüber gesprochen, gilt es, das eben auch so zu verändern oder eben so neu zu gestalten, dass es eben auch letztendlich in die neue Zeit passt. Das heißt, ich meine, wie mutig sind denn Seelenpartner? Auch überhaupt sich für ein Konzept oder Modell zu entscheiden, was überhaupt nicht der Gesellschaft entspricht, wo viele Fragezeichen bei anderen Menschen ist oder viel Kritik, die wir auch einstecken müssen als Seelenpartner, weil es einfach nicht der Norm entspricht, sondern weil es einfach darum geht, ein neues Level des Zusammenseins zu erreichen. Und zwar das, wie es eben in der neuen Zeit ist, wo wir wirklich wir selbst sein können, wo wir in Freiheit lieben können, was ich ja eben schon meinte. Und das ist etwas ganz, ganz Neues, wo wir, wie gesagt, nicht uns abhängig machen von dem anderen, sondern wo wir unabhängig sind, um einfach in unserer Selbstliebe einfach den anderen noch mehr zu lieben zu können, dem anderen noch mehr zeigen zu können, wie liebenswert er ist oder wie sehr wir an ihn glauben, um ihm da eben auch den Raum zu geben. Und das ist zum Beispiel auch in der Seelenpartnerschaft später so, wenn du halt der eine oder andere, wie ich es ja manchmal immer so gerne nenne, muss manchmal noch mal so eine Geburt durchfahren und sozusagen, um wieder so sich zu häuten, um letztendlich wie so eine Raupe in so einem Schmetterling zu verwandeln. Und da braucht er manchmal vielleicht etwas mehr Raum und etwas mehr Zeit, aber auch ihm diesen Raum zu geben und das eben auch zu halten, diesen Glauben daran und nicht immer so und ich und ich und ich. Natürlich kommst du als allererste Stelle, da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, weil wenn du nicht zuerst bei dir bist, in deiner Mitte bist, kannst du den anderen natürlich auch weniger supporten. Das heißt, hast du dir mal schon mal überlegt, was Seelenpartner da alles leisten in ihrem Seelenpartner-Dualseelenprozess, in dem, wie sie zusammenkommen?
Und was machen die meisten Seelenpartner? Klopfen sie sich auf die Schulter? Sind sie stolz auf sich? Loben sich? Nein. Und das ist es, worauf ich heute hinaus möchte. Weil das vergessen die meisten Seelenpartner in ihrem Seelenpartner-Dualsein Prozess. Das ist ihnen gar nicht bewusst, was sie da Wundervolles erschaffen. Welchen Mut sie haben, was sie für Ängste überwinden, was für Grenzen, wie sie immer mehr in ihre wahre Größe gehen, was das Thema Partnerschaft angeht, um diese auch leben zu können. Ist das nicht der Wahnsinn? Und darum ist es so wichtig, dass du ab jetzt richtig stolz auf dich bist. Egal, an welchem Punkt du auch gerade in eurem Seelenpartner-Dualseelenprozess bist. Vielleicht ist es auch gerade extrem schwer, dann ist es noch umso nötiger oder umso wichtiger, dass du jetzt wirklich in deinen Stolz gehst, dass du jetzt wirklich erkennst, was für einen Wert du hast, was du da letztendlich auch schaffst. Weil, was ist der Vorteil davon? Wenn du stolz auf dich bist, wenn ja, du für dich einfach erkennst, was du da alles so auch geleistet hast, wirst du ja schon mal, ändert sich ja schon mal deine Körperhaltung, ist ganz klar. Du kannst aus diesem, was ja oft bei diesem Seelenpartner-Dualseelenprozess ist, was sich oft so verkrampft, du dich oft so als Opfer fühlst oder auch so klein oder vielleicht auch nicht liebenswert oder was da alles für Dinge mit reinspielen, habe ich schon oft drüber gesprochen. Wenn du anfängst, stolz auf dich zu sein, was du da alles leistest, fängst du an, dich da rauszuziehen aus dieser Opferrolle, rauszuziehen aus dieser Schwere und es fängt an, leichter zu werden. Weil du auf einmal denkst, wow, du kriegst ein ganz anderes Selbstbild von dir und auch von dieser ganzen Situation. Und auch wenn er vielleicht noch nicht kann oder vielleicht du noch nicht kannst, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, weil ihr gehört ja zusammen, ihr Seelenpartner. Das ist ja so, ihr seid ja schon vor der Geburt sozusagen füreinander bestimmt. Das ist ja das Schöne. Und da kann man viel relaxter sein. Wichtig ist natürlich auch, dass es ein Seelenpartner ist und dass man sich da jetzt nicht, aus der Fantasie heraus oder aus diesem Wunsch, aus dieser Sehnsucht heraus sich etwas erschafft und auf eine Person etwas projiziert, was sie gar nicht leisten kann, was sie gar nicht ist. Kann passieren. Da habe ich ja immer mal Seelenpartner-Check in meinem Seelenpartner-Channeling dazu, wo wir das natürlich ganz genau herausfinden. Auch wie es dann gilt eben, ja, was du tun kannst und vor allen Dingen für dich eben auch diese Klarheit zu bekommen. Das heißt also, sofern du stolz auf dich bist, fängt etwas an. Nämlich du schwingst anders. Du bist auf einer anderen Frequenz unterwegs. Und das hilft nicht nur dir, die ganze Situation eben anders zu beurteilen oder auch viel relaxter zu beurteilen und nämlich das Positive zu sehen, sondern du hilfst auch deinem Seelenpartner, weil da kommt der Druck raus. Du nimmst den Druck raus, dir geht es besser, ihm kann es dadurch auch besser gehen, er kann dadurch natürlich auch besser durchatmen, sozusagen, dass ihr euch da auch mal eine kleine Pause gönnt, was dieses, ah, das muss jetzt oder warum ist das nicht, und all diese Fragen, die natürlich auftauchen. Und es passiert nämlich noch etwas, du änderst deinen Fokus. Du weißt ja, da wo dein Fokus ist, da wo deine Energie fließt, das ziehst du an. Das heißt, es kann viel mehr Leichtigkeit in euren Seelenpartner-Dualseelenprozess kommen, viel mehr Fröhlichkeit, es kann viel mehr Positivität reinkommen, weil du deine Energie änderst. Wenn du, und das ist ja, es ist ja wirklich so, es ist wirklich ein Gesetz, wenn dir im Außen etwas nicht gefällt, musst du es im Inneren in dir ändern. Und das kannst natürlich nur du. Und wie stolz kannst du auf dich sein, dass du dich getraut hast, dich auf diesen Prozess einzulassen, dass du dich getraut hast, halt ja, gegen diese gesellschaftlichen Normen zu gehen und wirklich zu sagen, ich kämpfe für diese Liebe, weil ich weiß, wie sehr wir darin aufgehen können, wie sehr wir darin erblühen können und wie wichtig das ist, eben diese Liebe zu leben und auch eben ein Vorbild für andere zu sein. Ist das nicht cool? So, und wie machst du das jetzt? Also, als erstes ist ganz klar, dass du dir das bewusst machst. Aber da wollen wir dich jetzt nochmal reinführen, dass du es nochmal so richtig fühlen kannst. Weil je mehr du das fühlen kannst, desto mehr ist das für dich eben auch Realität und desto mehr kann dein Verstand das für sich schnallen. So, ah, okay, da ist was Gutes dran, als wenn du natürlich immer, sage ich mal, mit deinen Gedanken negativ dabei bist. Und sofern du jetzt die Positivität reinnimmst und auch denkst, oh, wow, ne, ich kann richtig stolz auf mich sein, passiert, wie gesagt, dir energetisch was mit dir. Und dafür, wenn du kannst, schließe mal deine Augen, lege gerne deine Hände auf dein Herzzentrum und sei jetzt einfach mal richtig stolz auf dich. Also wo du denkst so, wow, das bin ich, das habe ich schon alles geschafft. Und es geht ja auch darum, zu der Person zu werden, die das letztendlich auch leben kann, weil dazu
gehört ja auch der Seelenpartner dual sein. Das heißt, du sollst ja zu der Version werden, zu der Person, die diese Seelenpartnerschaft eben auch leben kann. Und überleg mal, wie weit du schon gekommen bist, wie weit du schon in deiner Selbstliebe bist. Auch wenn du vielleicht mal einen Schritt zurückgehst, gehst du aber wieder viele Schritte nach vorne. Das ist ganz klar, es ist ein Prozess. Aber den auch immer mehr genießen zu können und das Positive zu sehen, auch vor allen Dingen, was du ja für dich tust, weil das ist ja der Weg zu dir, was du alles veränderst, was du alles für dich entdeckst, was du alles Tolles kannst, dich nicht mehr klein machst, nicht mehr an dir rummäkelst oder mängelst, sondern dass dein Selbstwert natürlich auch immer mehr stärker und größer werden kann, sich immer mehr steigern kann. Ist das nicht cool? Geh jetzt wirklich nochmal in dich und lass mal Revue passieren, was du alles schon geschaffen hast, wie stolz du auf dich sein kannst. Und lass dieses Gefühl mal richtig aufsteigen, des Stolzes. Wow, das bin ich, das habe ich schon alles geschafft. Lass es durch deinen ganzen Körper gehen, dieses Gefühl, sodass du genau weißt, wie dieses Gefühl ist, wenn du stolz bist. Und überleg dir jetzt mal etwas, was du dir sagen möchtest. Das kann ein Satz sein, das können auch mehrere Sätze sein, es kann ein Wort sein oder auch einfach nur, ich liebe dich, bin so stolz auf dich, wie du das alles meisterst. Merkst du, wie sich das anfühlt? Was passiert auch energetisch bei dir? Und schreib das gerne mal in die Kommentare, was du dir jetzt gerne sagen möchtest oder was du dir gerade gesagt hast. So, dass du das mit uns teilst und wir dich dafür feiern können, weil das ist so, so wichtig. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, gib dir wirklich gerne ein High Five in den Spiegel, dass du dich siehst. Weil es geht darum, dass du dich siehst, dass du wirklich sagst, so wow, bist du toll, was du alles schaffst. Du dir die Ehre erweist, damit du sagst, hey, gut gemacht, ich sehe dich. Sag dir noch etwas Schönes dabei. Diese Spiegelarbeit und auch dieses High Five, das bewirkt wirklich Wunder. Und es ist so einfach, dauert nur, weiß ich, noch nicht mal eine Minute morgens, du kannst das machen. Und das verändert wirklich so viel. Und vom Einschlafen, lobe dich, was du alles toll wieder geschafft hast, was du gemacht hast, auch wie ihr weitergekommen seid. Auch da mal zu sehen, wow. Auch wenn die Schritte klein sind, vielleicht seid ihr auch mal einen Schritt zurückgegangen, aber auch da stolz drauf zu sein, wow, auch dass du dich in dem Seelenpartner-Dualseelen-Prozess befindest, weil das ist der Weg zu dir. Das ist sowas Tolles, was du dir damit schenkst, auch wenn es vielleicht gerade schwer ist für dich und du das noch nicht so nachvollziehen kannst. Aber sei da wirklich stolz auf dich. Okay, in diesem Sinne kriegst du von mir jetzt ein High Five. Ich bin mega stolz auf dich, dass du dich darauf einlässt, dass du durchhältst, dass du an dir arbeitest, um wirklich zu der Version zu werden, um diese Seelenpartnerschaft eben auch zu leben und dass du wirklich bereit bist, wahre, wahrhaftige Liebe zu leben, Liebe in Freiheit und dich für eine Partnerschaft entschieden hast auf Augenhöhe. In diesem Sinne alles, alles Liebe. Ciao for now, deine Annette und Easy. Tschüss.